darf ich Ihnen mit dem Video Ferdinand Wegscheider vorstellen, der König der alternativen Realität. Mit seiner Sendung Der Wegscheider bietet er bei Servus TV einen satirischen Wochenrückblick. Während der Pandemie beschäftigte er sich in dieser Sendung dann intensiv mit dem, was er als Corona-Wahnsinn bezeichnet. Wenn man etwas zu sagen hat, dann kann man auch sprachlich so richtig vom Leder ziehen. Die Corona-Impfstoffe bezeichnet er als Genspritzen von der Impflobby. Von der Impflobby ist die Rede, die Menschen als Versuchskaninchen für unzureichend getestete Impfungen missbrauchen würde. Und überhaupt drücken die Behörden bei abgelaufenen Genimpfstoffen schon einmal das eine oder andere Auge zu, wenn das Ablaufdatum still und heimlich verlängert wird. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verhöhnt er gerne als Corona-Jünger. Sprachlich hat er auch wenig Berührungsängste mit rechten Plattformen wie den Querdenkern, QAnon. Er verwendet statt Pandemie nämlich immer den Begriff Plandemie. Und Plandemie insinuiert, dass hinter der Corona-Pandemie ein böser Masterplan steckt, um Freiheitsrechte einzuschränken, Zensur einzuführen und überhaupt Menschen in kontrollierte Schafe zu verwandeln, die sich willig dann durchimpfen lassen. Aber tut mir leid, dass ich unterbreche, aber bitte eine Person von all den Zwischenrufern, die sich berufen fühlt, einfach auf die Bühne kommen, kriegt ein Mikrofon. Es kommt jemand. Damit es alles in einem zivilen, erwachsenen Rahmen bleibt, die Abmachung jetzt, die Durchsage, das ist offensichtlich eh sehr lang, dann die Gegenrede aus der akademischen Welt und dann ist aber Ruhe, okay? Ja, passt. Also ja, das ist das Handra. Ja, gut. Okay. Wir sind auch fürs Goldene Brett nominiert. Ich bin Sprecherin von der GGI, vom Grünen Verein für Grundrechte und Informationsfreiheit. Und Dankeschön und bin im Namen von Ihnen hier. Ja, wenn Pseudowissenschaftler und Rinnen anderen Menschen für Pseudowissenschaften auszeichnen wollen, das ist ja ganz, ganz einfaches mathematisches Prinzip, dann steht dieser Preis für seriöse Wissenschaft. Denn Minus mal Minus ergibt Plus, das kennen wir, mathematische Gleichung. Also, ja, stimmt. Was für uns dieser Preis bedeutet, ist, er steht für Mut, er steht für Unbeugsamkeit und er steht für Menschlichkeit und um das geht es uns. Und deshalb sind wir auch hier. Und es war nicht unsere Intention, diese Vorstellung zu stören, nein. Aber... ja, wir durften in den letzten 3 Jahren auch einiges an Erfahrung sammeln und wir durften erfahren, wie es ist, beschimpft, denunziert, diskriminiert zu werden. Wir durften erfahren, was Framing und Cancel Culture bedeuten. Wir durften auch erfahren, was unbarmherzige Propagandamaschinerie bedeutet. Jetzt kannst du das machen, was wir vorher gemacht haben. Gell? Geiles Gefühl, oder? Ja. Also auch wir durften das erfahren, aber uns geht es darum, dass wir einander respektieren, dass wir nicht andere niedermachen. Denn die Nominierten, männlich und als auch weiblich, sind
hoch angesehene Menschen und für uns sehr wichtige Personen, sehr gescheite Leute. Und deswegen sind wir froh, nominiert zu sein, weil dieser Preis eigentlich für uns eine Ehre ist. In diesem Sinne. In diesem Sinne wünsche ich uns allen. Ich gehe dann eh gleich. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen respektvollen Umgang miteinander. Ja, respektvollen Umgang miteinander. Heiße Diskussionen dürfen wir uns liefern, aber ich wünsche uns auch ganz viel Meinungsfreiheit. Es funktioniert aber in einer anderen Richtung auch nicht besser. Dankeschön. Also vielleicht erkennen Sie Satire, aber Ivermectin wurde in keinen Ländern erfolgreich eingesetzt. Ivermectin hat aber in vielen Ländern Vergiftungen verursacht und sogar Todesfälle verursacht. Liebe Kollegin, es tut mir leid für Sie, wenn Sie sowas glauben. Wir bieten gute Kurse an für wissenschaftliches Lesen von Studien, wenn Sie das vielleicht einmal besuchen möchten. Kenne ich. Verwende ich sogar als Zeichen, wie man sinnlose Studien zusammenfassen kann. Also, aber nicht für Covid, nicht für Covid. Nein, es wirkt hervorragend gegen Würmer. Ja, das Covid-Virus ist kein Wurm. Ich habe heute die Ehre, Ulrike Gouraud vorzustellen. Der Ukraine-Krieg ist ein lang vorbereiteter amerikanischer Stellvertreterkrieg, wie sie schreibt. Sie belehrt uns, dass das große strategische Ziel der US-amerikanischen Außenpolitik sei, Russland und die Europäische Union voneinander zu entfremden, und die Ukraine wäre das Mittel dazu. Um Ihren Aussagen noch mehr Gewicht zu verleihen, nämlich dass auch die Ukraine kein Selbstverteidigungsrecht habe und auch keine Waffen benötige, stützt sie sich dabei auf das Expertenwissen des Querdenkers Daniel Ganser, dem immerhin auch nachgesagt wird, dass er nichts wissenschaftlich belegt. Die Amerikaner sind also schuld, und mit den USA als Ordnungsmacht wird es in Europa keinen Frieden geben. Offenbar hat aber die Politikwissenschaftlerin übersehen, dass das in den vergangenen 70 Jahren eigentlich ganz gut funktioniert hat. Sie hält... Und damit nicht genug, posaunte sie lautstark, dass die Corona-Maßnahmen reine Diktaturen seien. Darf ich Ihnen heute etwas über den diesjährigen Preisträger des Goldenen Brett fürs Lebenswerk erzählen? Und es ist Daniele Ganser. Beginnt krude Theorien zu 9/11 öffentlich zu wiederholen,
WTC 7, ein Nebengebäude des World Trade Centers, sei entgegen den offiziellen Untersuchungen nicht durch einen islamistischen Anschlag, sondern durch eine gezielte Sprengung zerstört worden. Seither, Sie können gerne dem Tod von Menschen applaudieren, ich persönlich würde das nicht tun, aber wenn Sie das als lebensbejahend finden, dem Tod von Menschen zu applaudieren, dann feel free. Vielen Dank, Martin Thür. Und vielleicht lange Zähne bekommen für die Moderation nächstes Jahr wieder. Wer verleiht diesen Preis? Dieser Preis, das ist eine Erfindung der GKD. GKD steht für Gesellschaft für kritisches Denken. Danke. Was tun wir? Ich glaube, Sie haben es bemerkt. Wir propagieren Wissenschaft und kritisches Denken.